Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja, im Augenblick brennt es hier ein klein wenig. Und ich denke mir, es wäre am günstigsten zu versuchen, das ganze Steuer dadurch umzureißen, indem ich eine Taverne baue. Wir brauchen neue Leute. Ja, und wir bekommen ja nur dann Nachwuchs, wenn dieser über eine Taverne mit der entsprechenden Nahrung versorgt werden kann. Es ist die Frage, wo setze ich die Taverne am günstigsten hin? So, dass also die Transportwege möglichst kurz sind. Vielleicht sollte ich die hier hinsetzen. Wir brauchen aber auch ein bisschen Platz für die Stühle und Tische und so weiter. Moment, ich drehe das Ganze mal so ein klein wenig. Augenblick. Und daher würde ich da so ein bisschen Abstand. Was mit dem Dreh? Es geht in jede Richtung, nur da, wo ich es hinhaben will. Da geht es natürlich nicht. Mann. So, ein bisschen Abstand. Ärgerlich sowas. Und dann einmal hier. Und dann brauchen wir noch die Bestuhlung. Die Bestuhlung da. Die Esstische. 4. So, ja, das kriegen wir hin. Das sollte kein Problem sein. Moment mal eben. Und. Das ist vielleicht auch ein Problem. Das ist jetzt nicht besonders hübsch. Aber es geht erstmal nicht anders. So ein bisschen aus der Not geboren. Das Gildehaus ist Gott sei Dank fertig. Damit können wir jetzt endlich hier auch die Proviantmacher einbeziehen. Da wird jetzt auch entsprechend Proviant produziert. Und das hat dann zu dem... führt dazu, dass die hier arbeiten können, sofern die noch alle leben und so. Sieht ganz gut aus. Ich guck mal, was habe ich? Ich habe natürlich nichts an Waffen, nichts an Rüstung. Ich habe gar nichts. Ja. Das ist nicht so gut. Und es geht hier auf einmal irgendwie auch das Holz aus. Kann das sein? Was ist hier mit dem Kollegen hier? Der hat doch eigentlich alles, was er braucht. Das Wasser. Wieso? Ach, Moment. Kann das sein, dass ich dummerweise hier immer noch... Das ist natürlich nicht so clever. So. Bitte nur erwachsene Bäume fällen. Und ich höre wieder meine Leute schreien. Ach, hier, die Schemen machen uns da das Leben schwer. Okay. Wie sieht's hiermit aus? Alles klar. Die kriegen immerhin so ein bisschen was schon mal geliefert. So, Holz. Wir brauchen erstmal eine Holzwerkstatt. Oh mein Gott, das wird alles etwas sehr heftig. Steinbau, nein, da bin ich falsch. Wie immer. Holzwerkstatt. Mal hier so hin. So. Wir brauchen war nicht nur eine Holzwerkstatt. Ich brauche, wo ist das Militär? Mit der Akademie. Abenteuergilde. Abenteuergilde.
Vielleicht ist ein geplant. Hier so hin oder da so hin. Augenblick alles ein bisschen aus der Not geboren jetzt, weil ich die baue. Weg damit. So, die braucht leichte Rüstung und Fackeln. Wir brauchen. Ja. Wir brauchen eine Weberei. Die kriege ich hier natürlich nirgendwo hin. Wir brauchen eine Schneiderei. So, was ist das? Münzbrügerei brauchen wir erstmal nicht. Ich bin so ein bisschen angespannt, man merkt es mir, glaube ich, gar nicht an. Ja, das andere Problem ist, wir bräuchten natürlich irgendwann noch mal Eisen und so ein Zeug. Aber das sieht schlecht aus. Warte mal. Gut, ich kann immerhin Holzspeere bauen. Holzschilder, Fackeln. Das wird erstmal hier der Schwerpunkt sein, die beiden Sachen. Ich habe die Grenze eines pakarundischen Dorfs entdeckt. Das ist schön. Ich brauche aber ganz andere Dinge. Vor allen Dingen brauche ich Waffen, ich brauche Soldaten, habe ich alles nicht. Militär. Da waren Waffen, die lassen die angezeigt. Ist aber sowieso alles auf Null, davon mal ganz abgesehen. Waldläufer und so. So, was ist hier jetzt los? Ach, ich brauche Märkte, ja genau. Gar nicht mal wenige. Vor allen Dingen brauche ich diesen Marktbrunnen. Setze ich hier mal hin. Und ich brauche Märkte. Mach erstmal 4. Steinmetz habe ich mir. Hauswerkstatt ist im Bau. Märkte. Jetzt. Hier, ich glaube, ich hatte immer 6. Ne? Das war so jedenfalls empfehlenswert. Ich noch irgendwo in so einen Markt hin. Hier nicht. Moment. Marktbrunnen. Naja, das würde passen. Da noch einen. Da ist rum. Oder meinetwegen auch hier. So. Na. Nicht schon wieder Knatsch machen hier. Okay. Also, ja, toll. Was haben wir denn alles? Gemüse haben wir im Augenblick.
Mal das. Hier. Meinetwegen auch Gemüse. Kohl. Und auch hier Gemüse. Und Mais. Dann Fleisch. Was haben wir an Fleisch? Moment. Das sieht nach Wildschwein aus. Genau. Wildschwein. Und hier, das ist noch Zukunftsmusik. Das kommt aber irgendwann. Getreide. Brot. So. Dann ist das schon mal soweit geklärt. Das muss auch noch fertiggestellt werden. Das ist alles nicht so tolle. Bergstein, klar. Hier wahrscheinlich auch. Ganz klar, das ist... Ja... Ich sag da jetzt nichts, war nichts zu. Hilfe! Hilfe! Ja, Bäckerei und so weiter würde ich ja ganz gerne in Auftrag geben, aber das scheitert an diesen an der einen oder anderen Geschichte. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Da werden jetzt endlich schon mal die Steine abgebaut. Das ist schon mal cool. Das läuft. Der Baumbestand erholt sich auch so langsam. Okay. Solange die Liebe etwas stehlen, ist zwar ärgerlich, aber jetzt kein Weltuntergang. Da sind die anderen Geschichten hier, vom Beispiel die Banditen, die da Unfug treiben und so, schon schlimmer. So, ich brauche... Habe ich überhaupt keine Zahnräder? Holz. Ich habe überhaupt keine Zahnräder. Was ist das? Das ist die Weberei, ne? Ich brauche zwei Zahnräder. Ja, komm, sind halt so einmal zwei Zahnräder. Die brauchen wir ganz dringend. Aber dann hier. 10 davon. 10 davon erstmal. Dann kann da schon mal eifrig gearbeitet werden. Kohle wurde entdeckt, das ist schön. Kupfervorkommen wurde entdeckt, das ist auch schön. Silbervorkommen wurde entdeckt, das ist alles irgendwo hier hinten. Das bringt mir jetzt erstmal gar nichts. Ich habe hier ein bisschen Kohle. Ich habe hier null Eisen. Nicht mal, doch ein bisschen Kupfer. Ich habe hier, was? Ah, hier habe ich ein bisschen Kupfer. Immerhin. Stein, Kupfer und ein bisschen Kohle. Oh mein Gott. Ja, was will ich machen? Ich kann jetzt nur damit arbeiten. Ja, dann... Moment. Berg. Eisenkohle, bla, Eisenbarren, Silberbarren. Okay. Dann machen wir das anders. Silber, Eisen, Kohle... Kupfer. Krieg ich nur da hin oder hier hin? Moment, wenn ich hier... gehe natürlich wieder ein paar von den Bären drauf. Was will ich machen? Moment. So, zack. Einmal. Komme ich hier rum? Moment. Guck mal.
gerade erledigt. Das hat sich gerade erledigt. Gut, 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 gut. Geht's nicht anders? Muss ich das so machen? Kupfer abbauen. So. Waffenschmiede. Holz, Waffenschmiede. Kriege ich hier natürlich nicht hin. Dann setze ich die Schnell ein. Wo ist er? Einfach mal hier so hin. Bam. Waffenschmiede. Holzwerkstatt habe ich. Militärakademie. Aus der Not geboren. Was hat hier hin? Militärakademie, Abenteuergilde ist im Bau irgendwo da, ja, genau. Es ist, diese Folge, oder beziehungsweise diese Insel hier, die hat es in sich. Die hat es jetzt wirklich in sich. Ich bin hier nur noch am Improvisieren, was anderes ist das nicht. Was ist jetzt hier los? Marktstand, was brauchen die? Holz, jetzt fehlt Holz. Oh mein Gott. Hilfe. Ich fass es nicht. Ich habe hier ein ganzes Lager voller Holz. Wie? Das Sägewerk nicht hinterher oder wie oder was? Das kann natürlich sein, ja. Wollte schon sagen. Immerhin der Marktbrunnen ist fertig. Ein Marktstand ist schon mal wenigstens fertig. Personal ist auf dem Weg. Ja, ich bräuchte dringend noch ein weiteres Sägewerk. Sägewerk hier vielleicht nicht so unbedingt hinsetzen, aber hier würde sich das anbieten. Ja, das setze ich auch immer da so hin. So. Keine Planierer verfügbar. Doch, einer. Der ist auf dem Weg. Okay. Mann. So, Weberei wird gebaut. Steinmetz. So, Sägewerk. Weberei. Esstische werden mehr oder weniger gebaut. Werkzeugschmiede baut noch natürlich noch. Holzwerkstatt, Werkzeugschmiede. Die könnte man hier so planen. So. Das wird heftig. Das ist heftig. Das wird nicht heftig. Das ist auffälliger Turm. Okay. Das ist heftig. Das wird nicht heftig. Das ist es schon. Und zwar ganz schön. Mayo, 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 mayo. Ich hoffe ja immer noch, dass ich hier, dass das Steuer hier irgendwie rumgerissen bekomme.
einige von den Marktständen werden fertiggestellt. Sehe ich gerade, die Taverne ist in Betrieb. Die sind nicht mit der Straße verbunden. Dies ist schlecht. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die ausgerichtet sind. Ich versuche. Das wird angezeigt. Das ist cool. Dann geht es nur in diese eine Richtung. Moment, kann ich das mal machen? Geht das? Ich wollte ja erst schauen, wie muss ich bauen und was so, also in welche Richtung geht es am ehesten, aber ja, alles klar. Ach so, das ist egal, es geht nur so. Alles klar, okay, dann hat sich das schon erledigt. Gut, die sind damit immerhin angebunden. Damit können auch diese Esstische fertiggestellt werden. Die Abenteuergilde ist am Start. Ich brauche leichte Rüstung. Die Weberei wartet auf Material, die arbeitet sie automatisch. Die Schneiderei braucht noch Material fürs Bauen. Die Holzwerkstatt ist noch eifrig mit Produktion beschäftigt. Okay. Wir haben von da jede Menge Ärger bekommen. Dann würde ich vorschlagen, hier einen Wachturm hinzusetzen. Ja, ruhig hier so. So ungefähr. Okay, Wachturm. Nope. Ich brauche Waldläufer. Ein Wachturm. Ein weiterer Wachturm wird schon mal. Ja, der wird. Kommt später. Der kommt später. Aber erstmal hier einen hin. Wir haben von hier Banditen und ich glaube auch Diebe heranrücken gehabt. Möglicherweise kommt auch von da einiges. Dann haben wir hier die Schemen und so, die sind auch von da gekommen. Ich sehe hier auch schon Diebe rumrennen. Okay. Damit hätten wir das schon mal in Auftrag gegeben. Da sind die Esstische fertig. Sehr cool. Die Marktstände sind fertig und werden betrieben. Das ist auch in Ordnung. Wir brauchen noch 4 weitere Wohnhäuser. Die kann ich natürlich jetzt irgendwo hinsetzen. Das ist jetzt nicht das Thema. Schneiderei ist fertig. Sehr cool. Ich brauche leichte Rüstung. Ganz dringend. Aber auch hier die Teile. So. Das läuft. Die Weberei läuft. Abenteuergilde. Ja, okay. Alles andere ist noch im Bau. Hier wird schon eifrig Kupfer abgebaut. Das ist cool. Würde ich hier tatsächlich eine gewisse Priorisierung setzen wollen. Erstmal. So. Ich mache Folgendes. Ich setze den nächsten Wachturm schon mal direkt daneben. Ne. 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 Ja, da hast du gepasst. Da soll rein
Soldaten, genau, da kommen Soldaten in diesen Turm. Ein Moment, wie weit ist die Holzwerkstatt? Läuft. So. Okay. Mal. Direkt zwei von diesen verdammten Schemen da Ärger machen. Na, jetzt verliert sie natürlich, ne, hier direkt ihre Sachen, ja auch, ne, solange die Schemen da rum existieren. Die sind nicht so schön. Dadurch verzögert sich natürlich jetzt hier der Bau. Ja, aber die Zeit schreitet voran. Ihr merkt es schon, das Ganze ist jetzt nicht mehr so ganz easy, so easy peasy. Ich danke für eure Unterstützung. Ich danke für deine Unterstützung. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Die wird mit Sicherheit interessant werden. Genauso interessant wie die letzten zwei Folgen wohl waren. Es wird nicht einfacher hier mit Pioneers of Pagonia, aber es macht immer noch jede Menge Spaß. Das ist das Entscheidende. Danke für euer Dabeisein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute und genießt die Zeit.